Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Stefanie Juchmes und ich erkläre Ihnen heute, wie Sie das MBS-Plugin im FileMaker Client auf Mac installieren. Wir laden die Plugin-Datei auf der Webseite von Monkeybird Software herunter. Die Adresse lautet www.monkeybirdsoftware.de. Das MBS-FileMaker-Plugin finden Sie unter dem Reiter FileMaker-Plugins. Unten sehen Sie den Download-Bereich. Wir können entscheiden, in welchem Dateiformat wir das Plugin downloaden möchten. Wir haben das ZIP-Archiv und das Apple Disk Image zur Auswahl. Beide Pakete haben den gleichen Inhalt. Wir entscheiden uns für das Apple Disk Image. Mit einem Klick starten wir den Download. Das kann jetzt einige Minuten dauern. Währenddessen stelle ich Ihnen die Dokumentation vor. Sie finden diese unter dem Reiter Function Reference. Sie sehen die einzelnen Komponenten des MBS FileMaker Plugins. Wenn Sie auf eine dieser Komponenten klicken, erhalten Sie eine Liste aller Funktionen, die zu dieser Komponente gehören. Unter den einzelnen Funktionen finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Funktion. Hier oben können Sie die Plattform erkennen, für die diese Funktion geeignet ist. Sie sehen den genauen Aufruf der Funktion mit ihren Parametern. Und die Tabelle stellt Ihnen Informationen zu den einzelnen Parametern zur Verfügung. Zusätzlich bekommen Sie Informationen über den Rückgabewert der Funktion. Im nächsten Abschnitt ist die Funktion näher beschrieben und wir erhalten Hinweise auf Besonderheiten dieser Funktion. Oft finden Sie hier ein Beispiel, das Ihnen zeigt, wie Sie diese Funktion in Ihren Lösungen einbauen können. Diese Dokumentation ist Ihnen ein nützliches Hilfsmittel für die Benutzung der MBS-Funktion. Nachdem der Download abgeschlossen ist, können wir diesen öffnen. Er wird zunächst überprüft und entpackt. Wir sehen den Inhalt der geladenen Datei. Neben dem Plugin enthält der Ordner noch einmal die Dokumentation und einen Beispielordner, in dem Sie sehr viele Beispiele finden, die Sie in Ihrer Lösung benutzen können. Wir haben hier die Plugins für verschiedene Plattformen. Wir wollen heute das Plugin für Mac benutzen. Wir öffnen den Ordner mit einem Doppelklick und sehen den Plugin-Ordner MBS FileMaker Plugin. Dies ist die 64-Bit-Version des MBS Plugins. Sollten Sie die 32-Bit-Version benötigen, kontaktieren Sie uns bitte und wir stellen Ihnen die 32-Bit-Version zur Verfügung. Wir kopieren die Plugin-Datei und rufen FileMaker auf. In den Voreinstellungen finden wir den Reiter Plugins. Unter diesem Reiter klicken wir den Knopf Plugin-Ordner anzeigen an. Wir bekommen den Ordner angezeigt, in den wir unsere Plugin-Datei einfügen. Wir schließen FileMaker und öffnen es erneut. Wir gehen wieder zu den Voreinstellungen und sehen, dass in der Liste das MBS-Plugin auftaucht. Das Häkchen verrät uns, dass es aktiviert ist. Wir können das Plugin konfigurieren. Bei der Konfiguration können Sie die Entwicklerfunktionen, die Ihnen mit dem MBS-Plugin zur Verfügung gestellt werden, aktivieren, deaktivieren und konfigurieren. Zu diesen Funktionen gehören unter anderem das Einfärben der Skripttexte und Formeln und die Suche in Skripten, sowie das Angeben einer Minimalschriftgröße in Formeln. Wenn Sie bereits eine Lizenz des MBS-Plugins gekauft haben, können Sie hier Ihren Lizenzschlüssel eintragen. Eine E-Mail, die Sie von uns erhalten haben, sieht beispielsweise so aus. Die Informationen können Sie auslesen und eintragen. Sie können auf unserer Webseite auch eine Trial-Lizenz beantragen. Dazu gehen Sie in der Navigation auf Trial-License und müssen das Formular ausfüllen. Die Trial-License ist nur wenige Wochen gültig. Bitte liefern Sie und verteilen Sie keine Produkte, die unter dieser Trial-Lizenz laufen. Sie erhalten, nachdem wir Ihre Anfrage genehmigt haben, einen Trial-Lizenzschlüssel. Auch ohne Trial-Lizenz können Sie alle Funktionen testen. Jetzt wollen wir einmal eine Funktion des MBS-Plugins verwenden. Wir legen eine neue Datei an.
Wir öffnen den Skriptbereich und legen ein neues Skript an. Diesem geben wir einen beliebigen Namen. In der Seitenleiste sehen wir jetzt den Schritt MBS Plugin. In diesem Skript möchten wir die Version des Plugins im Dialogfenster ausgegeben bekommen. Die Version des Plugins erfahren wir auch im Einstellungsdialog, den wir bereits gesehen haben. Allerdings kann das für Auto-Updates eine interessante Funktion sein. Dazu setzen wir erst einmal eine Variable. Wir benötigen den Rückgabewert der Funktion. Dafür geben wir die MBS-Funktion an. Diese beginnt immer mit MBS. Danach folgt der Funktionsname als erster Parameter. Auf dem Mac wird bei einer MBS-Funktion geprüft, ob es sich um einen bekannten Funktionsnamen handelt. Sollte der Funktionsname nicht bekannt sein, so wird er rot angezeigt. Wenn er gefunden wurde, wird er blau angezeigt. Das ist in diesem Fall der Funktionsname Version. Wenn wir weitere Parameter hätten, würden diese mit Semikolon an den Funktionsnamen angehängt. Bei dieser Funktion brauchen wir keine weiteren Parameter und wir klicken auf OK. Wir können das Dialogfenster anzeigen lassen. Und lassen uns die Variable ausgeben. Wir speichern unser Skript und führen es aus. Wir sehen das Dialogfeld, das uns die Version 9.5.0 mit der Bildnummer 9 anzeigt. Wenn Sie Fragen zum MBS FileMaker Plugin haben, schauen Sie gerne einmal in unseren FAQ-Bereich auf unserer Webseite oder kontaktieren Sie uns per Mail. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem MBS FileMaker Plugin. Vielen Dank fürs Zuschauen.